Eine hier unglaublich beliebte Rasse ist das Fjord, teilweise auch norwegisches Fjord oder einfach Norweger genannt. Wie der Name es schon jetzt vermuten lässt, kommt diese Rasse aus Norwegen. Diese Rasse hat unheimlich viele Fans. Ich kannte sie schon auch als Kind. Da gab es bestimmte Reitställe, die gerade diese Pferde als Ponys für die Kinder genommen haben, weil sie extrem gutmütig waren und doch leicht zu halten und ja auch ein bisschen was anderes waren. Schön ist immer, wenn man das so sieht, hier ist vom Collector dieser Norweger Hengst. Ja, so ein, ja, es ist wirklich ein Hengst. Wenn man sich das mal anschaut, er schaut so ein bisschen arrogant so drin, schaut her, wie schön ich bin und ist eine von den besten Fjordfiguren, die ich so im Moment auf dem Markt kenne. Den drehen wir hier mal so ein bisschen. Fjord gibt es in allen Falbfarben, also als Hellbraunfarbe, Braunfarbe, Hellfarbe oder Weißfarbe, Rotfarbe oder auch Graufarbe. Oder hier wie hier dieser Gelbfarbe, dem fehlt allerdings ein bisschen die Wildzeichnung. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Ich denke schon, dass es ein Gelbfarbe ist, von der Färbung her. Es gibt auch noch wohl Fjords, die mit einem doppelten Cremegen ausgestattet sind. Damit sind sie im Prinzip ja wie Cremellos, werden laufend unter der Bezeichnung Weiß, sind aber nicht, also ich konnte zumindest nicht herausfinden, dass sie zur Zucht zugelassen sind, sind nicht beliebt und damit extrem selten. Abzeichen sollte ein Fjord nicht haben. Wie ich das aber herausgefunden habe, bei Stuten ist eine ganz kleine Flocke oder ähnliches erlaubt. Das war's auch schon. So, gucken wir uns den Kleinen nochmal genauer an. Wir haben also hier diesen wunderschönen Aalstrich, der sich durch die Mähne zieht. Was man natürlich ganz häufig hat, dass hier diese Mähne so ein bisschen ja, zur Stehmähne abrasiert wird. Dass man hier oben dann auch genau diesen Strich sieht. Teilweise werden auch richtige Muster hier noch rein rasiert. Rasiert ist der richtige Ausdruck, um da entsprechende Effekte zu erzielen. Der Schopf ist hier in der gleichen Farbe wie das Pferd. Man hätte hier vielleicht das ein bisschen heller machen können, um noch das zu verdeutlichen. Auch hier hätte die Mähne ruhig so ein bisschen heller sein können, wie man es hier so im Ansatz sieht. Aber ich finde, das ist Meckern auf relativ hohem Niveau. Hier auch ums Maul herum wird es so leicht gräulich oder heller. Das Maul selber ist grau. Etwas eigenwillige Unterlippe und sehr, sehr schöne große Augen. Und wie gesagt, ich finde so einen leicht arroganten Eindruck, den dieses Pferd macht, passt unheimlich gut dazu. So wie manche Hengste so da stehen. Der Schweif ist schön lang, schön buschig. Richtigerweise keinerlei Abzeichen. Die Hufe sind grau. Man hat also auch eine ganze Menge Details. Wenn man der dreht den Hals, also die Falten vom Hals sind wunderbar rausgearbeitet. Den gibt es auch nochmal als Graufalben, da stelle ich ihn später nochmal vor. Hier ist er auch nochmal schön mit Details. Das ganze Tierchen hat wieder so eine ganz leichte Fellstruktur. Steht drunter und am Bauch Collector. Man sieht, es ist ein Hengst, hatte ich ja gesagt gehabt, aber es ist auch tatsächlich einer und steht nicht nur dran. Hufe sind, naja, nicht ganz so gut ausgearbeitet unten drunter, aber er steht auch auf allen vier Beinen. Da kann man also so sagen, muss man nicht machen. Je größer die Auflagefläche ist natürlich, desto sicherer steht das Pferd. Und er steht natürlich sehr, sehr sicher. Ja, und damit haben wir den Kleinen auch schon für seine Morgenpartie bereit. Gestriegelt, jetzt kann er gesattelt werden und ab geht's in den Parcours. Damit allen anderen ein Happy Collecting!